Namaskaram, Sadhguru. In den Vereinigten Staaten wird derzeit viel über Immigranten diskutiert. Was ist die Lösung dafür? Amerika ist ein Land der Einwanderer, nicht wahr? Auch heute noch gibt es einen großen Zustrom. Wenn ihr eure Mauern und Toren öffnet, denke ich, werdet ihr in 3 Monaten 1 Milliarde Einwohner haben. Okay? Die Migration ist also ein großes Problem. Wenn 1,6 Milliarden Menschen beginnen auszuwandern, das soll in den nächsten 8 bis 10 Jahren geschehen, es geschieht bereits, stellt euch vor, welche Stadt auf der Welt wird noch lebenswert sein? Stellt euch nur vor, wenn es morgen früh 20 Millionen Menschen mehr in Los Angeles gibt, könnt ihr dann Wohnungen für sie bauen? Könnt ihr ihnen eine Grundversorgung bieten? Könnt ihr die Ausbildung für sie aufrechterhalten? Oder medizinische Versorgung? Nichts ist möglich. Selbst in einem Land mit diesem Wohlstand wird es nicht möglich sein, so etwas zu schaffen. Wenn Menschen migrieren, schau, das musst du verstehen. Gerade jetzt zwischen Afrika und den Vereinigten Staaten, bei Spanien, Italien, all diesen Orten, ertrinken jedes Jahr Tausende von Menschen in den Gewässern. Sie werden nicht gemeldet, die Medien werden nicht darüber berichten. Niemand will darüber berichten, weil sie unerwünscht sind. Aber ein paar Todesfälle werden gemeldet. Todesfälle werden gemeldet. Ist irgendjemand in der Lage, über das menschliche Leid zu berichten, seine Heimat zu verlassen, seine Frauen und Kinder zu schleppen und irgendwo hinzuziehen? Dieses Leid, kann jemand je darüber berichten, frage ich? Ist der Tod das Einzige, was zählt? Menschliches Leid zählt, nicht wahr? Menschliches Leid kann von den Medien nicht übermittelt werden. Nur wenn Todesfälle geschehen werden, sie sagen, 100 Menschen starben, 200 Menschen starben, aber das ist nicht das Eigentliche. Die Tausenden von Menschen, die ihre Heimat verließen, wo sie seit jeher gelebt haben, und die kommen und verzweifelt hier und dort suchen, ihre Frauen und Kinder und Ehemänner verlieren und hier und dort suchen, das ist keine Kleinigkeit. Migration, ungeplante Migration, ist ein sehr grausamer Prozess. Und das nicht nur in einem Land, es geschieht überall. Menschen landen also einfach in fremden Räumen, ohne zu wissen, worum es geht. Besonders für Frauen und Kinder ist das eine Horrorgeschichte. Eine oder zwei Generationen durchlaufen eine echte Horrorgeschichte. Warum also migrieren Menschen? Es werden alle möglichen Gründe genannt, aber ich werde dir eine einfache Frage stellen. Wenn du ein Stück Land hättest und der Boden wäre fruchtbar, würdest du das Land verlassen und gehen? Wenn du Bäume auf dem Land hättest, würdest du es verlassen und gehen? Du kannst dort mit Leichtigkeit überleben. Zumindest Selbstversorgung durch Landwirtschaft wird möglich sein. Für deine Ernährung wird gesorgt sein, selbst wenn du kein Geld verdienst. Die Leute werden das nicht verlassen und wegziehen. Zurzeit ist das in Frage gestellt. Die grundlegende Ernährung ist in Frage gestellt. Also in den letzten 40 Jahren haben wir beinahe 37% des Mutterbodens abgetragen. Raus, er existiert nicht mehr. Wir haben ihn gegessen, wir haben ihn weggeschmissen, wir haben etwas mit ihm gemacht, aber er ist nicht mehr, wo er sein sollte. Somit haben wir noch Boden für weitere 80 bis 100 Ernten. Was ist unser Plan für morgen? Bis 2035 wird mit einer massiven Nahrungsmittelknappheit gerechnet. Einfach weil dieses Mal, normalerweise ist es, Hungersnöte entstehen aufgrund von Wassermangel. Aber heutzutage haben wir die Kapazität, Wasser durch Pipelines und Kanäle zu transportieren. Aber dieses Mal wird es durch Mangel an Boden geschehen. Sie bezeichnen das als Aussterben des Bodens. Du hast vom Aussterben der Dinosaurier gehört, du hast vom Aussterben der Dodos gehört. Aber was jetzt gerade passiert, ist das Aussterben des Bodens. Aber aus ökologischer Sicht zumindest, wenn der Boden reichhaltig ist, bleiben die Leute auf dem Land. Sie werden es nicht verlassen und irgendwo anders hingehen. Es gibt noch andere Probleme. Zurzeit erzählen mir Leute, dass 30 Städte auf dem Planeten 72% der Investitionen der Welt haben. Bei dieser Art von unverhältnismäßiger Investition werden sich die Menschen natürlich an einem Ort ansammeln. Das muss verteilt werden. Wenn Investitionen verteilt werden müssen, wer wird das Risiko eingehen, an einem Ort zu investieren, an dem es schwieriger ist, Geschäfte zu machen? Man muss einen Fonds kreieren, der ein bisschen leichter verfügbares Geld ermöglicht. Wenn du leichter verfügbares Geld möchtest, musst du es in verarmte Gesellschaften investieren. Deswegen schauen wir uns das in großem Umfang an und versuchen mit den Vereinten Nationen und den großen Unternehmen zusammenzuarbeiten und gründen eine Stiftung, wo Unternehmen zinsgünstige Darlehen mit langer Laufzeit, 12 bis 15 Jahre, erhalten werden.
sodass man Zeit hat, dorthin zu gehen, die Leute auszubilden, Talente zu schaffen und Unternehmen zu gründen und eine Existenzgrundlage zu kreieren, sodass die Leute nicht wegziehen müssen. Welche Art von Unternehmen? Nun, Unternehmen können entscheiden, welche Art, abhängig vom Terrain, den Menschen, der Natur, von allem anderen, was da ist im Ökosystem. Aber wenn wir das jetzt nicht tun, dass wir die weltweiten Investitionen auf verschiedene Gebiete aufteilen, wirst du sehen, dass ein Teil der Bevölkerung in großem Komfort und Wohlstand lebt, ein anderer Teil nichts hat. Du kannst es nicht kontrollieren. All diese Jahre habt ihr es kontrolliert, weil es keine Transportmöglichkeiten gab, verstehst du? Heutzutage hat jeder Transportmöglichkeiten. Wenn 1,5 Milliarden Menschen anfangen, sich in Bewegung zu setzen, nicht eine Mauer. Menschen werden versuchen, überall Mauern zu bauen. Und eine Mauer ist nur eine Lösung, wenn die Flut eine gewisse Höhe hat. Wenn die Flut zunimmt, wird sie über die Mauer fallen. So oder so werden sie kommen, egal welche Barrieren ihr errichtet. In den nächsten 10 Jahren kommen sie eh. Also ihr investiert in verschiedene Orte und erschafft Existenzgrundlagen. Die Geschäfte müssen so strukturiert sein, eure Ambitionen, was immer es ist. Ich will, dass du das verstehst. Du wirst es im Laufe deines Lebens erkennen, aber wenn du es früher realisierst, ist es besser. Im Hinblick auf Aktivitäten, welche Tätigkeit wir in der Welt auch ausführen, wie tief wir ein anderes Leben berühren, ist die tiefste Befriedigung einer Tätigkeit. Das ist der eigentliche Zweck von Aktivität. Willst du ein Buch schreiben, das keiner lesen will? Nein. Willst du etwas kochen, das keiner essen will? Willst du ein Haus bauen, in dem keiner leben will? Wenn du etwas tust, möchtest du, dass es das Leben eines Menschen berührt. Also wenn das Sache ist, musst du in diesem Sinne denken. Wie ist eine möglichst große Zahl an Leben zu beeinflussen und wo können wir das tun? Wenn wir diese Möglichkeit nicht schaffen und Migrationen zulassen, wirst du sehen, wie schreckliche Dinge geschehen. Das wird in drastischem Maße zunehmen, wenn wir Investitionen nicht verteilen, wenn wir nicht Geschäfte in Gesellschaften bringen, die feststecken, in Armut feststecken.